So, guten Morgen, Mittag oder Abend, wieder je nachdem, wann Sie es zuschauen. Aber willkommen zum nächsten Teil in der Signal- und Systeme-Vorlesung. In den vorangegangenen Teilen haben wir uns zum einen mit den drei Bereichen, die Sie jetzt hier auf der Folie sehen, beschäftigt. Es gab am Anfang eine Einführung. Danach haben wir uns mit Basissignalen oder Elementarsignalen beschäftigt. Und dann eben auch mal geschaut, wenn man so ein Basissignal, also einen Impuls, einen Sprung oder eben verallgemeinerte komplexe Schwingungen auf ein System gibt, was dann passieren wird. Danach haben wir diese Basissignale angewendet und haben Spektralzerlegungen uns nochmal genauer angeschaut. Insgesamt 6 Transformationen. Am Anfang waren es kontinuierliche, also eine Fourier-Reihe und eine DFT. Dann die 2 Varianten einer Fourier-Transformation und im letzten Teil haben wir uns dann um die Z- und um die Laplace-Transformierter gekümmert. Also immer diskret und kontinuierlich parallel. Das ist jetzt abgeschlossen. Jetzt kommen noch 2 Bereiche, die sehen Sie hier auf der nächsten Folie. Was wir jetzt machen wollen, ist uns mit linearen Systemen beschäftigen. Das heißt, das, was wir jetzt die ganze Zeit schon im Laplace und im Z-Bereich uns angeschaut haben, rein aus so einer Spektralsicht, wollen wir jetzt nochmal erweitern, wiederum auf die Zeitbereichssicht und dann aber ganz konkret auf lineare und eigentlich meistens auch zeitinvariante Systeme eingehen. Was es im Genauen sein wird, zeige ich Ihnen gerade auf der nächsten Folie. Was dann noch bleibt bis zum Ende des Semesters, sind eigentlich Grundlagen der Modulation. Das ist so vor allem, wie man ein Signal mit einem kontinuierlichen Träger oder diskreten Träger, einem hochfrequenten Träger multiplizieren kann, um dann ein Signal in der Frequenz zu verschieben. Man kann aber auch den Träger so interpretieren, als sei das ein periodisches Signal, aber jetzt nicht im Sinne eines Kosinus, einer Sinus oder einer Exponentialfunktion, sondern im Sinne von einer äquidistant angeordneten Dirac-Stößen. Und dann kann man eigentlich die Abtastung und das zugehörige Nyquist-Theorem oder Shannon-Theorem eigentlich gut verstehen. Und damit ist es dann auch gut für dieses Semester. Es geht aber noch weiter im nächsten Semester. Das heißt, es gibt einen zweiten Teil und dann steigen wir in weitere Teile ein, Zufallsprozesse und sowas. Aber das zeige ich Ihnen dann, wenn wir soweit sind. Okay, jetzt in diesem Teil soll es um lineare Systeme gehen. Das ist ein ganz schön langes Kapitel. Wir zerschneiden das oder zerteilen das jetzt in verschiedene Teile. Jetzt im ersten Teil gehen wir erst nochmal auf die Reaktion auf Elementarsignale ein. Das ist hauptsächlich einfach nur, dass man gewisse Signale halt so nennt. Also wenn ich einen Sprung auf ein System gebe, dann ist das, was hinten rauskommt, eben die Sprungantwort oder die Impulsantwort ist dann eben die Antwort eines Systems auf einen Impuls. Also eine Definitionssache. Aber wenn wir das verstanden haben und sagen, wir haben diese eine Kenngröße, Impulsantwort, Sprungantwort oder andere uns besorgt, dann kann man damit auch die Reaktion eines Systems auf beliebige Signale ausrechnen. Da kommen wir auf die Faltung. Das ist so der Job jetzt im ersten Teil, auch in diesem Video. Danach kommen noch weitere. Man wird verschiedene Kenngrößen von Systemen kennenlernen. Einige sind im Zeitbereich, einige sind im Frequenzbereich. Und je nachdem, was Sie wissen wollen oder was Sie interessiert, ist eben die eine oder die andere Größe vorteilhaft sich anzuschauen. Und man kann die auch ineinander umrechnen. Und ich möchte Ihnen so eine Art so ein Gebilde an die Hand geben. Das ist so eine Grafik, wo man einfach sieht, wie komme ich von diesen unterschiedlichen Varianten A, B, C, D, von A nach B, B nach C. Also wie kann ich umrechnen? Ja, dann spielt Stabilität bei Systemen natürlich eine besondere Rolle. Wir möchten immer haben, dass auf einen begrenzten Eingang auch ein begrenzter Ausgang folgt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das konkret fassen, wenn man Rückkopplungen beispielsweise hat? Also nicht abstrakt, sondern haben wir noch nicht gemerkt, wir werden merken, dass alle Polstellen in einem diskreten System zum Beispiel im Einheitskreis liegen muss. Dann ist das ganze Ding stabil. Und es gibt ein paar mehr Bedingungen, die möchte ich mit Ihnen durchsprechen. Naja, es gibt so 2 Eigenschaften noch, die sind besonders wichtig. Also wir haben es doch meistens mit reellen Signalen zu tun, reellwertigen Signalen. Das heißt auch und Ein- und Ausgangssignalen. Das heißt auch die zugehörigen Systeme, diskret oder kontinuierlich, sind dann eben auch reellwertig. Und insofern sollte man sich dann noch ein bisschen genauer damit beschäftigen. Es ist aber schon sehr ähnlich zu dem, was Sie bereits aus dem Frequenzbereich über die Transformationen, also die Transformation von reellwertigen Signalen wissen. Ja, und der größte Teil von diesem ganzen Kapitel, das ist wirklich ein langer Teil, der geht nur um gebrochen rationale Übertragungsfunktionen. Also wenn Ihr System so eine Form hat, einen Bruchstrich und im Zähler und Nenner Potenzen von S oder von Z,
Also dann ist das eben gebrochen rational und das spielt eben eine sehr wichtige Rolle bei linearen, zeitinvarianten Systemen. Insofern werden wir uns damit eben sehr ausgiebig beschäftigen. Und das passt dann eigentlich auch für diesen Abschnitt über Systeme. Aber jetzt fangen wir mal an mit den Reaktionen auf Elementarsignale und dann gleich noch die Verallgemeinerung, wie dann ein System auf beliebige Signale reagiert. So, hier in der Mitte sehen Sie jetzt diesen schwarzen Kasten. Das soll unser System sein und wird beschrieben durch den Systemoperator S. Das ist im Augenblick noch sehr abstrakt gehalten, aber den haben Sie auch schon kennengelernt. Angeregt wird das System durch das Eingangssignal V. Und diese Punkte sollen jetzt andeuten, es könnte entweder kontinuierlich, also V von T, oder diskret, also V von N sein. Und als Ausgang kriegen wir dann auch ein skalares Signal, Y, wiederum von T oder von N. Also die Punkte sollen es wieder andeuten. Und wir wollen das jetzt hier auch nicht mischen. Also wenn vorne ein Zeitsignal, also V von T reingeht, ein kontinuierliches Signal, soll hinten auch ein kontinuierliches rausgehen. Und beim Diskreten ähnlich. Diesen Kreuzfall, also dass zum Beispiel vorne was Kontinuierliches reingeht und hinten was Diskretes rauskommt, das behandeln wir, wenn wir über die AD-Wandlung, die Analog- nach Digitalwandlung, dann sprechen. Und wir haben jetzt schon eine Menge Signale kennengelernt, eben unsere Basissignale, und die habe ich auf der linken Seite mal dargestellt. Oben ist es kontinuierlich und unten diskret. Fangen wir mal beim Kontinuierlichen an. Wir könnten einen Impuls oder einen Sprung draufgeben. Impuls wäre die erste Zeile. Der Impuls, Delta 0, ist jetzt aber nicht direkt an der Stelle t, sondern ich könnte den auch ein bisschen verschieben oder wir können den ein bisschen verschieben. Das heißt, die Unendlichkeitsstelle ist an der Stelle t gleich tau. Und der muss auch nicht mit 1 gewichtet sein. Wir könnten den auch mit irgendeiner komplexen Amplitude am v multiplizieren. Also das v muss jetzt auch nicht reellwertig sein. Und statt einem Impuls können wir auch einen Sprung draufgeben. Das ist die zweite Zeile, also Delta minus 1. Das heißt, die ganze Zeit ist diese Funktion 0 und springt dann zum Zeitpunkt t gleich tau auf die komplexe Amplitude v. Das wäre sowas wie Einschalten. Vorher war es eben, naja, die Reaktion auf einen Sprung. Ansonsten haben wir noch zwei weitere oder eigentlich noch mehr Größen kennengelernt, aber ich möchte jetzt mit Ihnen noch zwei andere Fälle betrachten, wenn also eine Exponentialschwingung drauf geht, also ein sich drehender Zeiger, das ist hier die dritte Zeile, der Form e hoch j Omega 0 t, das heißt, der Zeiger dreht sich im mathematisch positiven Sinne mit der Geschwindigkeit, mit der Kreisfrequenz Omega 0. Und auch hier können wir den Startwert setzen, indem wir eben eine komplexe Amplitude v hier annehmen. Also Anfangswinkel wird durch den Winkel von v bestimmt. Und die Größe dieses Kreises, der da mathematisch positiv dreht, wird durch den Betrag von v bestimmt. Und dann kann man es noch ein bisschen mehr verallgemeinern. Das haben wir ja auch schon kennengelernt. Indem Sie so eine Exponentialfunktion nehmen, da bestimmt eben dann der Imaginärteil, wie schnell die dreht. Und der Realteil bestimmt, wie schnell die Funktion größer oder kleiner wird. Auch wieder mit V gewichtet, also e hoch S0 mal T und wiederum wird mit Groß V gewichtet. Die vier Signale geben wir gleich aufs System und im Diskreten sind es ziemlich die gleichen, außer dass es jetzt eben diskret ist. Also Gamma 0 hier in der ersten Zeile wäre der Impuls und der ist eben dann an der Stelle Kappa, hat er seinen einen von 0 verschiedenen Einserwert und dieser Einserwert wird dann eben noch mit dem V, mit dem komplexen V multipliziert. Die Sprungfolge, die zweite Zeile, startet auch an der Stelle Kappa. Ab dann springt das Signal abrupt von 0 auf Groß V. Und wir haben wiederum diese sich drehenden Zeiger oder diese abgetasteten sich drehenden Zeiger, die auch noch größer und kleiner werden. Das sind die letzten beiden Zahlen. Also entweder E hoch J Omega 0 N oder Z0 hoch N und jeweils wiederum gewichtet mit dem V. Okay, an manchen Sachen wissen wir jetzt schon, was rauskommt. Für die Exponentialfunktionen, egal ob sie jetzt e hoch j Omega n oder t sind oder e hoch S0 mal t oder z hoch 0 mal t, dann wissen wir schon, dass auch wieder so eine Form herauskommt. Das haben wir am Anfang uns überlegt. Das heißt, die Form bleibt grundsätzlich erhalten. Allerdings können Sie das V mit einer Übertragungsfunktion oder einem Frequenzgang, wird das später heißen, multiplizieren, also mit einer anderen komplexen Zahl. Das heißt, die Anfangsamplitude kann sich sowohl im Betrag als auch in der Phase ändern, aber die grundsätzlichen Parameter der Schwingung, also die Kreisfrequenz
und wie schnell das ansteigt oder abfällt, diese beiden Parameter bleiben erhalten. Das heißt, hier als Ausgangssignal, beispielsweise auf die dritte Zeile, kommt dann auch wieder ein V mal E hoch J Omega 0 raus, Omega 0 mal T raus, aber zusätzlich noch gewichtet mit einem Parameter, der ist halt abhängig nur von dem Omega 0, beziehungsweise in der vierten Zeile hier dann, dass es von S0 abhängt. Nur eben Form bleibt erhalten. Und die obersten beiden Zeilen, da kommt es jetzt darauf an, ob das System verschiebungsinvariant ist oder nicht. Wenn es das nicht ist, sagen wir einfach, da kommt ein V mal H0 von T, Tau raus und wir nennen das die Impulsantwort, weil es die Antwort auf einen Impuls ist. Wenn das System auch noch verschiebungsinvariant ist, dann können wir diesen Anfangsimpuls etwas verzögern oder verschieben und es kommt auch wieder die gleiche Verzögerung im Sinne der Antwort des Systems darauf. Das heißt, das ist jetzt einfach eine Definition, geben Sie einen Impuls auf ein System und das, was hinten rauskommt, nennt sich Impulsantwort. Wenn das System linear ist, wird eine Gewichtung mit V auch wieder am Ausgang, also eine Eingangsgewichtung mit V, auch am Ausgang zu einer Gewichtung mit V führen. Und wenn das System verschiebungsinvariant ist, fängt die Impulsantwort halt genau an der Stelle an, wo auch der Impuls draufgegeben wird. Also Anfang heißt jetzt nicht, dass er nicht eventuell nicht kausal sein kann, sondern eher, dass es eben eine feste Zuordnung an der Stelle gibt und dass sich das nicht von der, dass es eben nicht von der Zeit abhängt, wann Sie den Impuls draufgeben, sondern es wird immer die gleiche Antwort herauskommen, die ist dann eben nur ein bisschen mehr oder weniger verschoben. Die zweite Zeile ist dann als Sprungantwort zu verstehen. Das heißt, Sie geben einen Sprung auf das System und das, was rauskommt, das Y von T, ist dann eben eine gewichtete Sprungantwort. Und im Diskreten genau das Gleiche. Wir können es jetzt zwar durchgehen, aber eigentlich, das ist einfach nur eine Benennung, Impulsantwort. Und auch hier Sprungantwort jetzt als Folge. Und auch da gilt wieder, das hängt eben nur von der Differenz zwischen N und Kappa ab, wenn denn Verschiebungsinvarianz gilt. So. Die ersten zwei Benamsungen habe ich schon gesagt. Und diese Faktoren, die sozusagen eine Amplitudenmodifikation vornehmen, das nennt man, wenn das im Fourier-Bereich ist, Frequenzgang, also das H von J Omega oder das H von I hoch J Omega. Und wenn Sie das im Z-Bereich machen, ist es eben die Übertragungsfunktion. Streng genommen ist dieser Frequenzgang eigentlich auf der J Omega-Achse, also im kontinuierlichen, beziehungsweise auf dem Einheitskreis definiert und die Übertragungsfunktion sozusagen auf dem gesamten S oder dem gesamten Z-Bereich. Also wenn beide Transformationen existieren, und auch die Bereiche entsprechend zueinander passen, dann ist sozusagen der Frequenzgang ein Subset aus der Übertragungsfunktion. Und was wir jetzt hier verwendet haben, ist eigentlich das Exponentialsignale, also auch verallgemeinerte Exponentialsignale, in ihrer Form erhalten bleiben, wenn zwei Eigenschaften erfüllt sind, Linearität und Zeitinvarianz, wobei man diese Zeitinvarianz verallgemeinert jetzt eben als Verschiebungsinvarianz auch bezeichnen kann. Das liegt halt daran, wenn man mal nicht einen zeitlichen Bezug hat, also zum Beispiel Bildsignalverarbeitung macht, dann bleibt das auch erhalten, dann ist eben verschiebungsinvariant das allgemeinere Wort. Und was da geändert wird, ist eigentlich lediglich der Betrag und die Phase, allerdings für jede Frequenz bzw. für jedes Sigma auf eine andere Weise. Das heißt, das hängt dann eben sehr davon ab, wo Sie gerade anregen, also wo Sie Ihre Schwingung platzieren. So, jetzt haben wir die Reaktion oder die Reaktion von linearen, zeitinvarianten Systemen auf Einzelsignale oder auf spezielle Signale. Und man kann jetzt auch als nächsten Schritt dazu kommen, wie man auf beliebige Signale reagiert, wie Systeme von beliebigen Signalen reagieren. Und dazu macht man jetzt so einen Doppelschritt. Das erste ist, wir haben schon gelernt, wie man eigentlich ein beliebiges Signal durch Linearkombination aus Elementarsignalen zusammensetzt. Also beispielsweise eine Fourier-Transformation oder auch so eine Zerlegung in Impulse und in Sprünge. Wenn jetzt das System linear ist, dann gilt der Überlagerungssatz nicht nur für den Eingang, sondern auch für den Ausgang. Das heißt, Sie müssen sich nur für ein solches Signal die Antwort besorgen. Das haben wir ja gerade gemacht, einfach durch Definition oder eben durch Vorwissen.
Und dann kann man die gleiche Zerlegung, die man am Eingang macht, auch am Ausgang machen. Das zeige ich gleich in der nächsten Folie. Und beispielsweise, wenn Sie jetzt eine Impulsantwort haben, also eine Reaktion auf einen einzelnen Impuls, und Sie können das Signal aus Impulsen zusammensetzen, dann kann man eben aus der Impulsantwort und dem Eingangssignal auch aufs Ausgangssignal schließen. Das geht ja nicht mit jeder dieser Beschreibungsformen. Jetzt gibt es aber so ein bisschen Unterschiede. Also man kann den Frequenzgang, also die Übertragungsfunktion, Entschuldigung, also H von S oder H von Z, die würde man so nicht messen. Da müssten so unheimlich viele Signale durchprobieren. Also das ist schwierig, sondern das stammt normalerweise aus einer theoretischen Überlegung. Gerade wenn es H von Z ist, dann ist es ja meistens ein Computerprogramm. Und dann kann man sich das überlegen. Das machen wir auch noch. Umgekehrt können Sie aber auch von Systemen, die Sie gar nicht so leicht bestimmen können, weil Sie nicht wissen, was drin ist, dann kann man zum Beispiel einen Frequenzgang, kann man zum Beispiel die Impulsantwort oder die Sprungantwort messen und dann das in den Z-Bereich oder in den Laplace-Bereich umrechnen. Das kommt so im nächsten Video dann eigentlich. Bei den Frequenzgängen, also H von J Omega und H von E hoch J Omega, die kann man eigentlich auch messtechnisch erfassen, indem Sie zum Beispiel so einen Sinus auf den Eingang geben und den so durchwobbeln, also in der Frequenz erhöhen und schauen, was kommt denn hinten raus. Und dann können Sie die Amplitudenverhältnisse und die Phasenverhältnisse bestimmen. Und das sind gerade eben dieses H von J Omega oder H von E hoch Omega, wenn das diskret ist. Und durch Verhältnisbildung, also von den komplexen Ein- und Ausgangsamplituden, kann man dann auf den Frequenzgang zurückschließen. Aber jetzt wollen wir erstmal das mit einfachen Signalen eine Zerlegung machen. Und das kommt hier in der nächsten Folie. Hier oben in den ersten beiden Zeilen ist nochmal dargestellt, wie Sie eine Zerlegung in Impulse vornehmen konnten. Das haben wir ein paar Videos vorher schon gemacht oder ein paar am Anfang der Vorlesung eigentlich. Also unser Signal V von T können Sie zusammensetzen als eine unendlich dichte Summe, also ein Integral, das geht von Tau gleich minus unendlich bis plus unendlich, von Dirac-Stößen, also Delta 0 von T minus Tau, und die werden gewichtet mit dem Signal an der Stelle Tau, und dann wird eben aufintegriert, also die Tau. Das war sehr umständlich geschrieben, wie ich ein Signal zusammensetze. Also wenn Sie jetzt hier wieder die Ausblendeigenschaft einsetzen, dann kommt das genau raus. So, und jetzt kommt so eine nächste Zeile, die ist relativ schnell eigentlich, aber Sie lassen jetzt einfach mal den Systemoperator auf die linke und auf die rechte Seite los. Wenn Sie den Systemoperator auf das V anwenden, also V in das System reinstecken, gucken, was kommt raus, dann kommt das Ausgangssignal Y von T raus. Und jetzt haben wir angenommen, dass unser System linear und verschiebungsinvariant ist. Und gerade weil es linear ist, darf man den Systemoperator mit anderen Operatoren vertauschen. Das heißt, wenn ich jetzt den Systemoperator ganz außen auf das Integral hier loslasse, dann merkt man, Entschuldigung, dass das ja nur von T abhängt. Das heißt, ich darf Integral und Systemoperator vertauschen. Und das Einzige, was dann noch von T abhängt, ist hier das Delta 0 von T minus Tau. Und wenn ich den Systemoperator jetzt auf einen verschobenen Dirac-Stoß anwende, dann kommt eben, also auf einen Impuls anwende, dann kommt eben die Impulsantwort raus, die gegebenenfalls auch verschoben ist. Ich habe es jetzt hier nochmal ohne Verschiebungsinvarianz angesetzt. Das heißt, ich muss wirklich zwei Parameter, T und Tau, mitnehmen. Wenn es denn verschiebungsinvariant ist, dann kommt es genau an der gleichen Stelle raus. Also hier die nächste Zelle, dann wird das H0 auch von T minus Tau ersetzt. Und wenn Sie das wiederum anschauen, ist das einfach nur eine Faltung. Und zwar eine Faltung vom Eingangssignal mit der Impulsantwort. Das heißt, wenn ich die Impulsantwort kenne, kann ich durch Faltung mit dem Eingangssignal das Ausgangssignal bestimmen. War für Sie jetzt vielleicht nicht neu, aber naja, ist eben so eine Methode, wie man für beliebige Signale etwas zerlegen kann. Und deshalb hatten wir auch diese etwas umständliche Signalzerlegung gemacht. Im Diskreten, hier auf der anderen Seite, ist jetzt genau das Gleiche. Wir haben wieder angefangen, unser Signal aus Basisimpulsen, also aus Gamma Nulls sozusagen, zusammenzusetzen. Und dann gibt es eben zu jedem Zeitpunkt einen, also Gamma Null von N minus Kappa. Die werden dann gewichtet, die hätten normalerweise die Höhe 1, die werden gewichtet mit V von Kappa. Damit haben sie eben eine entsprechende Höhe, wie wir sie brauchen. Und dann müssen wir all diese gewichteten Eingangsimpulse nur noch zusammen addieren, um wieder unser Signal V zu bekommen. Das war diese, naja,
ich sage jetzt zum wahrscheinlich sehr oft, zum ziemlich oft, dass das umständlich ist, aber auf die Weise kann man eben nun den Systemoperator auf beide Seiten anwenden. Wiederum Systemoperator auf V angewendet, gibt Y. Systemoperator auf die gesamte Summe angewendet, führt dazu, dass wir die beiden Operatoren vertauschen können, unter der Voraussetzung, dass das System linear ist. Dann hängt nur noch das Gamma 0 von n ab. Das heißt, ich darf die Summe und das V also vor den Systemoperator ziehen. Und es kommt wiederum raus, der Systemoperator angewendet auf einen Einheitsimpuls ergibt die Impulsantwort. Zunächst mal in der noch nicht verschiebungsinvarianten Weise, also brauche ich zwei Indizes. Oder wenn ich dann noch Verschiebungsinvarianz annehme, dann entsteht diese Impulsantwort auch an der Stelle n minus Gamma. Und wiederum ist das eine zyklische Faltung und wir haben das gleiche Ergebnis wie im analogen oder wie im kontinuierlichen. Wir hatten das gleiche auch gemacht, indem wir ein Signal in Sprungfunktionen zerlegt haben. Also vorher war Delta 0, jetzt ist Delta minus 1. Dann mussten wir aber als Gewichtsfaktor die Ableitung des Signals verwenden und das wurde auch integriert. Das ist hier in der ersten Zeile dargestellt. Zusätzlich muss man noch so einen Startwert hinbekommen. Das heißt, man muss wissen, wie das Signal zum Zeitpunkt minus unendlich war. Es ist normalerweise 0, aber wenn es denn nicht 0 wäre, muss man das mitnehmen. Und dann muss man auch noch einen Sprung an der Stelle minus unendlich starten lassen. Ja, und jetzt auch hier wieder den Systemoperator angewandt und ausgenutzt, dass man Ableitung und Systemoperator in der Reihenfolge austauschen kann. Also erst Eingang, jetzt kommt der Ausgang raus. Das Signal habe ich jetzt hier mal die Ableitung von dem V habe ich jetzt hier mal als V-Punkt geschrieben, aber Sie könnten auch dv von tau nach dtau schreiben. Dann wird der Systemoperator auf den Sprung angewandt. Das heißt, da kommt die Sprungantwort raus, also h minus 1. Wiederum jetzt nicht h0, sondern h minus 1. Also nicht Impulsantwort, sondern Sprungantwort. Und im hinteren Teil eigentlich genau das Gleiche. Wiederum, wir müssen formal jetzt einfach zwei Variablen mitnehmen. Wenn dann keine Verschiebungsinvarianz gilt, sollte sie gelten, kann ich einfach das durch die Differenz von den beiden Variablen hier ersetzen. Und dann sind wir hier in der vorletzten Zeile. Und wiederum sehen Sie, das ist eine Faltung von der Ableitung des Signals mit der Sprungantwort plus einer Startwertkorrektur. Im diskreten gleicher Weg. Ich glaube, wir können ihn ein bisschen schneller durchgehen. Auch wieder diese ursprüngliche Signalzerlegung haben Sie schon kennengelernt. Ist ein bisschen her, aber können Sie auch nochmal nachschauen. Ich kann mein Signal aus Sprungfolgen, Gamma minus 1, zusammensetzen und die Gewichtung ist dann gerade die Differenz von zwei benachbarten Werten. Das haben wir als Delta V bezeichnet. Und dann wird eben aufsummiert und auch hier muss wieder der Startwert, also V minus unendlich, mal einer Sprungfolge, die an der Stelle minus unendlich schon auf die 1 springt, gewichtet werden. System angewandt, auf Eingang liefert Ausgang und eben auf den Rest führt dazu, dass die Sprungfolge durch die Sprungantwort ersetzt wird. Also Gamma minus 1 wird durch H minus 1 ersetzt. Und dann sehen Sie auch diese Zusammenhänge, warum ich da immer ein H0, ein H minus 1 und sowas geschrieben habe. Wenn Sie auf einer Rampe die Antwort haben wollten, also eine linear ansteigende Rampe, die bei 0 beginnt, wäre es H minus 2. Wiederum wird Verschiebungsinvarianz angenommen, das heißt, es ist nicht mehr n, Kappa, sondern n minus Kappa. Und Sie erkennen hoffentlich auch da wieder, dass das eine Faltung ist, und zwar die Faltung des Differenzsignals mit der Impulsantwort plus einer Startwertskorrektur. Okay, also Faltung spielt schon irgendwo eine zentrale Rolle, gerade wenn es um Zeitbereichsgrößen geht. Und diese Impuls- und Sprungantwort, die kann man sich auch auf verschiedenste Varianten messen oder generieren. Sie müssen nicht unbedingt einen Impuls drauf geben und dann schauen, was hinten rauskommt. Das kann man zwar machen. Im Diskreten ist das auch gar nicht so schwierig, so schlecht. Aber im Kontinuierlichen wäre das schon schwierig, weil Sie dann ein Signal erzeugen müssten, was kurzzeitig einen Signalwert von unendlich hatte. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir kommen da aber auch noch drauf. Man kann das also komplett anders schätzen, auf einfachere Weise. Aber man kommt eben auch leicht an solche Größen ran. In den Fourier-Bereichen, allgemein in den Frequenzbereichen, ist das eigentlich alles gleich, aber auch sehr einfach. Das heißt, hier haben wir auch wieder eine Zerlegung, wo wir das in Basisfunktionen zerlegen, in eine verallgemeinerte gewichtete Summe, also ein Integral oder eine Summe, je nachdem.
Und dann kann man auch wieder auf die Basisfunktion, also das, was von T abhängt, das System anwenden. Hier in den, also hier ist das zunächst mal im Laplace bzw. im Z-Bereich gemacht. Das heißt, man fängt an mit der Rücktransformierten des Signals. Hier drüben zum Beispiel im linken haben wir jetzt also die inverse Laplace-Transformierte. Das heißt, die Basisfunktionen, die Sie ansetzen, sind e hoch st. Das s wird variiert. Die Vorfaktoren davon sind v von s. Und dann werden die eben zusammengewichtet mit Vorfaktoren. Also so können Sie ein Signal erzeugen und auch eine relativ große Klasse von Signalen. Also es gibt nur wenige, die man auf diese Weise nicht erzeugen kann. Jetzt lassen wir da wieder unser System drauf los. Also Eingang auf das System auf den Eingang angewendet, gibt den Ausgang. Und das System jetzt hier auf diese Funktion e hoch st angewendet, da wissen wir, das bleibt so, wie es ist. Es wird nur noch mit der Übertragungsfunktion an der Stelle s multipliziert. Und wenn man das dann einsetzen, also e hoch st durch h von s mal e hoch st ersetzen, dann kommen wir hier auf die mittlere Zeile. Und wenn Sie sich das anschauen, das ist ja wiederum eine inverse Laplace-Transformierte, allerdings jetzt an der Stelle, also von dem Spektrum h von s mal v von s. Das habe ich in der letzten Zeile nochmal geschrieben. Also da steht jetzt, das Ausgangssignal yt von t ist gleich die inverse Laplace-Transformierte vom Spektrum des Eingangs mal dem Spektrum von der Impulsantwort. Oder, naja, das haben wir noch nicht benannt, das kommt noch. Also mal dem h von s mal der Übertragungsfunktion. Und wenn Sie jetzt eine Laplace-Transformierte auf beide Seiten dann nochmal anwenden, Laplace-Transformierte von y von t ist eben y von s, und dann hebt sich hier Laplace und inverse Laplace-Transformierte weg, und dann können Sie das auch sehr schön nach h von s auflösen, das ist dann y von s dividiert durch v von s. Und es geht ziemlich der gleiche Weg. Wir setzen unser Signal v von n wieder durch eine inverse z-Transformierte zusammen. Das Einzige, was da von n abhängt, ist das z hoch n. Das ist also unsere Basiszeitfunktion. Systemoperator angewendet, liefert uns auf den Eingang den Ausgang. Und ansonsten den Systemoperator auf z hoch n angewendet, liefert h von z mal z hoch n. Ja, das ist eben so die Bedingung. Wieder draufschauen, man sieht, das ist gerade die inverse z-Transformierte von dem Produkt, von der Übertragungsfunktion h von z mal dem Spektrum des Eingangssignals. Und wiederum, was ich den Trick, den ich drüben gemacht habe, Sie könnten damit auch das h von z auflösen. Das kommt auch noch in 1-2 Folien, dass Sie schreiben können, das ist das Spektrum von dem y dividiert durch das Spektrum von dem v. Das gilt eigentlich für jegliche Spektren, egal ob es jetzt Laplace z, Fourier oder DFT oder Reihenentwicklung ist. Okay. Im Fourier-Bereich, ich mag das jetzt gar nicht alles durchgehen, weil das exakt der gleiche Weg ist. Wenn Sie das Video hier anhalten, sehen Sie eigentlich genau das Gleiche. Wir setzen inverse Fourier-Transformierte an. Links die kontinuierliche, rechts die Fourier-Transformierte für zeitdiskrete Signale. Wir setzen nun wiederum unser System an, merken, das ist nur das e hoch j Omega von n oder von t, ist eben eine Zeitfunktion, und dann wird eben da direkt mit dem Frequenzgang jetzt multipliziert. Das Ergebnis sehen Sie hier unten. Also es sind die inversen Fourier-Transformierten von dem Produkt der Spektren und der Frequenzgänge h von j Omega oder h von e hoch j Omega. Was hier unten noch steht, ist vielleicht auch, diese Funktionen bleiben erhalten an ihrer Form. Also wenn Sie eine Exponentialschwingung oder auch eine größer oder kleiner werdende Exponentialschwingung nutzen. Das heißt, wenn sowas der Fall ist, nennt man das eine Eigenfunktion eines Systems. Und zu guter Letzt ist das jetzt hier auch noch für den Fall von periodischen Signalen dargestellt. Also für diese Folie hier gilt jetzt, dass v von t irgendwie eine Periodendauer groß t hat und v von n eine periodische Folge ist mit der Periodendauer groß m. Dann können wir eine inverse Reihenentwicklung hier ansetzen, also eine Reihenentwicklung ansetzen, beziehungsweise eine inverse DFT. Und auch hier ist wieder der Weg genau der gleiche. Sie wenden eben den Systemoperator auf diese Gleichung an und nutzen aus, dass dann eben hier der Frequenzgang multipliziert wird mit dieser Exponentialfunktion. Die ist jetzt hier zwar nur in einer Stützstelle bestimmt, aber das ist eigentlich egal, ob das ein beliebiges Omega ist oder eben μ mal 2π durch t oder μ mal 2π durch m im Diskreten. Wiederum kommt eben raus, dass das Produkt von Stützstellen im Frequenzgang ist, multipliziert mit den Reihenkoeffizienten cμ.
Und da drüben ist es eine DFT, auch wiederum multipliziert, also die DFT von dem Eingangssignal multipliziert mit Stützstellen im Frequenzgang. Und wenn Sie dann davon eine inverse DFT rechnen, bekommen Sie Ihr Ausgangssignal raus. Ja, und hier ist jetzt nochmal dieses Verhältnis dargestellt. Gilt für alle möglichen Fälle. Sie können eine Reihenentwicklung vom Ausgang machen, eine Reihenentwicklung vom Eingang, also auch der Ausgang wird wieder periodisch sein. Und die Differenz von diesen beiden, das habe ich jetzt mit C μ y und C μ geschrieben oder eben ym und vm von μ, dann kriegen Sie Stützstellen an des Frequenzgangs raus. Also nicht den kompletten, das kriegen Sie auf diese Weise halt nicht raus, sondern nur Stützstellen. Aber das reicht eigentlich auch aus. Mit diesen Stützstellen können Sie das auch wieder interpolieren und das Ganze dann rausbekommen. Ja, und das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, das haben wir ja gesehen, wenn Sie sagen, ich habe eine Laplace oder eine Z-Transformierte vom Ein- und vom Ausgang, dann kann man eben durch elementweise Division oder, also wenn das diskret wäre, aber es sind zwei kontinuierliche Funktionen, also Ausgangsspektrum durch Eingangsspektrum gibt uns die Übertragungsfunktion und es gibt uns genauso auch die Frequenzgänge, wenn wir das im Fourier-Bereich statt im Laplace oder im Z-Bereich machen. So, das waren jetzt die ersten beiden Punkte, die wir gemacht haben. Vielleicht ging das, vielleicht war es ein bisschen umständlich, aber ich hoffe, jetzt sehen Sie auch, warum wir diese umständlichen Zerlegungen gemacht haben, also in Elementarsignale. Wenn wir das dann eine Kenngröße wissen, also die Impulsantwort oder die Sprungantwort, dann kann man damit durch Faltung eben die Reaktion eines Systems auf einen beliebigen Eingang ausrechnen. Und diesen Trick, wenn man eben eine Sache kennt, das haben wir jetzt für insgesamt vier Kenngrößen gemacht, Impulsantwort, Sprungantwort, den Frequenzgang und die Übertragungsfunktion. Frequenzgang ist im Fourier-Bereich definiert, Übertragungsfunktion im Z- oder im Laplace-Bereich ist sozusagen eine Obermenge. Die Übertragungsfunktion ist größer, ist weiter definiert und im Normalfall auch auf dem gleichen Bereich, wo dann eben der Frequenzgang definiert ist. Und insofern kann man alle Größen auch ineinander umrechnen. Das kommt aber dann im nächsten Video. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und würde mich halt freuen, wenn Sie auch im nächsten wieder mit zuhören.